Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge der UFO-TV-Wochenschau. Heute mit folgenden Themen. Sarah Gamm. Wer ist die neue Whistleblowerin? Was hat sie zu sagen? UFO-Handbuch für US-Polizei. Neuigkeiten um das Dokument der Major City Chiefs. Der Kreuzzug. Die Good Trouble Show und das UFO-Gesetz. Washington Hearings unterwegs. Neue öffentliche Hearings? Offenbar sind die Daten schon fixiert. Pentagon-Enthüllung die zweite. Nach Lou Elizondo schreibt nun auch sein Boss, Jay Stratton, ein Buch. UFOs, UFOs, UFOs. Neue massive Sichtungen über Schweden, China und sogar Deutschland. Sonstiges. Elizondo-Updates. Ober-Gatekeeper geoutet und mehr. Bevor es losgeht, wie regelmäßige Seher meiner News wissen, widme ich mich meist 3 bis 5 großen Themen und zwar ausführlich. Das wird diesmal ein bisschen anders. In der letzten Woche hat sich so viel Erwähnenswertes getan, dass ich kaum Platz dafür finde. Ich werde diesmal also auf mehr Themen kürzer eingehen, auch innerhalb der einzelnen Kapitel. Wer es lieber länger und ausführlicher hat, ich habe am Wochenende wieder eine Folge von Nachspiel, dem Langformat dieses Kanals, hochgeladen, in der ich mich sehr ausführlich mit einigen der aktuellen Entwicklungen beschäftige. Zum Beispiel mit Sarah Gamm. Wieso diese neue Whistleblowerin wichtig ist, und was sie abgesehen von dem, was sie konkret sagt, so außergewöhnlich macht, schildere ich eben in Nachspiel Nummer 10 ausführlichst. Dennoch gehört sie auch in die News. Darum hier die wichtigsten Fakten. Sarah Gamm ist studierte Astrophysikerin und hat unter anderem für das Pentagon, also das Verteidigungsministerium, für Geheimdienste und für die Rüstungsindustrie gearbeitet. Und zwar in erster Linie als Analystin. Ihr Spezialgebiet war dabei die Abwehr von Massenvernichtungswaffen. Für ihre Arbeit erhielt sie mehrere Auszeichnungen und inzwischen arbeitet sie für eine private Firma, aber immer noch im Auftrag der amerikanischen Regierung. Sie ist also kein Leichtgewicht. Zwar hat sie keine Führungsposition inne gehabt bisher, aber sie war und ist jemand mit den allerhöchsten Freigaben und Zugängen. Und sie war ein Mitglied der UAP Taskforce. Diese Taskforce wurde nach den Enthüllungen des New York Times Artikels 2017 vom US-Parlament eingerichtet, um die Frage zu klären, was die Abteilungen des amerikanischen Staatsapparats tatsächlich alles über UFOs wissen und welche aktuellen Fälle, also damals aktuellen Fälle, es gibt. Sarah Gamm war da mittendrin und hat haufenweise geheime Fotos und Videos gesehen. In erster Linie, um sie zu entkräften, also etwas Normales darin zu finden und sie normal zu erklären. Das ist ihr und ihren Kollegen auch in den meisten Fällen gelungen, aber oft auch nicht. Hier ihre Kernaussagen zusammengefasst. Jeder im Verteidigungsministerium und in den Geheimdiensten weiß über die Realität von UAPs Bescheid. Es gibt eindeutige Fotos, Videos und Messdaten, die keinen Zweifel daran lassen, dass es sich um nichtmenschliche Technologie handelt. Auch andere Regierungen, wie etwa Großbritannien, betreiben groß angelegte Datensammlungen zu den unbekannten Objekten. Viele Details verrät sie nicht. Tatsächlich ist sie auch keine Whistleblowerin im eigentlichen Sinn, wie sie auch selbst sagt. Sie erzählt nur in allgemeinen Worten, was sie gesehen hat und was sie weiß. Und sie bestätigt Dinge aus dem Buch von Lou Elizondo, weil sie es jetzt bestätigen darf, nachdem dieses Buch durch den Freigabeprozess gegangen ist. Über ihre Motivation sagt sie, dass sie es einfach an der Zeit findet, dass man über das Geheimnis spricht.
also das Geheimnis, das hinter den Kulissen ein offenes Geheimnis ist. Dass es Zeit ist, die Öffentlichkeit zu informieren. Und sie hofft, dass viele ihrer Kollegen das in Zukunft ebenfalls tun werden. Und das ist das eigentlich Bedeutsame an ihrem Auftritt. Leute aus der zweiten Reihe melden sich zu Wort. Leute aus unterschiedlichen Umfeldern, die alle etwas wissen, melden sich zu Wort. Die Gatekeeper und die da oben mögen zwar noch versuchen, die Enthüllung zu verzögern, aber wenn sich immer mehr Mitläufer zu Wort melden, ist die Enthüllung unumgänglich. Details dazu im Nachspiel, auch zu den Aussagen von Matthew Pines, einer anderen vor kurzem aufgetauchten Stimme außerhalb des Chors der üblichen Verdächtigen. Der Sicherheitsberater Pines war an Planspielen verschiedener US-Behörden beteiligt und weiß auch so einiges über das offene UFO-Geheimnis hinter den Kulissen. Außerdem ist er physikalisch und philosophisch gebildet und kann all das wissenschaftlich sowie auch politisch hervorragend einordnen. Das tat er vor kurzem 3 Stunden lang in einem englischen Podcast namens Mr. Obnoxious. Faszinierend und ausführlichst. Link zu meiner Analyse davon und auch zu den Originalvideos mit Gam und Pines in der Beschreibung. Übrigens, Sarah Gam ist auch Teil der kommenden Dokumentation The Program von James Fox. Man darf gespannt sein, was sie dort noch alles zu sagen hat. Die Major City Chiefs Association ist ein Zusammenschluss der Polizeipräsidenten der größten Städte Nordamerikas. Vor einem Monat wurde bekannt, dass sie ein Online-Dokument veröffentlicht hatten, in dem sie die Realität von UFOs betonen und die Bedeutung dieser Tatsache für die Polizeiarbeit beschreiben. Dieser Kanal hat damals sofort mit Breaking News reagiert und auch in der darauffolgenden Ausgabe der UFO-TV-News ausführlich darüber berichtet. Ich werde das an dieser Stelle also nicht mehr wiederholen. Links zu den Videos in der Beschreibung. Witzigerweise machte diese Geschichte aber in der letzten Woche erneut die Runden. Sowohl in amerikanischen und englischen Medien, als sogar auch in deutschen Podcasts. Ein neuer Twist dabei war, dass in den USA alle Polizisten nun ein Handbuch über den Umgang mit UFOs ausgeteilt bekommen hätten. Ich habe versucht, die Geschichte zu verifizieren, bin aber nicht sehr weit gekommen. Meine Schlussfolgerung: Niemand hat so ein Handbuch je gedruckt und niemand hat ein Handbuch an Polizeistationen oder Polizisten in Nordamerika ausgehändigt. Entweder haben die Major City Chiefs ihre Online-Publikation nachträglich per Rundschreiben an andere Polizeistationen verteilt oder die Presse ist einfach verspätet auf das Thema gestoßen. Jedenfalls gibt es keine Fotos eines gedruckten Handbuchs und schon gar nicht von Polizisten, die es in der Hand halten. Immer nur Bilder des Online-Dokuments. Die einzige Quelle, die ich gefunden habe, die zumindest einen echten Polizeibeamten zeigt, ist ein Interview von News Nation mit dem Polizeichef von Charlotte Mecklenburg, Chief Johnny Jennings. Er bestätigte darin, dass es diese Informationen, also das Online-Dokument, gibt und dass man es gegebenenfalls berücksichtigen wird, es aber in seiner Gegend in den letzten Jahren keine nennenswerten UFO-Meldungen gegeben hätte. Das Ganze ist also ein bisschen eine mediale Ente. Aber ich finde es trotzdem gut, dass diese News nun die Runde gemacht hat, weil auf diese Art viele Leute überhaupt erst von der Existenz dieses Dokuments erfahren haben und von der Ernsthaftigkeit, mit der sich amerikanische Polizeipräsidenten mit der Sache beschäftigen. Ein vergleichbares Dokument im deutschsprachigen Raum wäre jedenfalls die ultimative Sensation. Weitere Links dazu
also etwa zu dem News Nation Interview, aber auch dem UFO-Dokument selbst in der Beschreibung. Der UAP Disclosure Act, ein Gesetzesentwurf zur Freigabe sämtlicher UFO-Informationen der Senatoren Chuck Schumer und Mike Rounds, sorgte 2023 für eine Sensation, wurde im Dezember verwässert und jetzt im Sommer neu aufgelegt. Dieser Kanal hat mehrfach ausführlich darüber berichtet. Nun steht der Entwurf demnächst im Senat wieder zur Abstimmung und obwohl er das letzte Mal einstimmig durchgegangen ist und die aktuelle Version eine 1:1-Kopie vom alten Entwurf darstellt, scheint es diesmal unsicher, ob er erneut angenommen wird. Auf die politischen und vor allem prozeduralen Interna der amerikanischen Gesetzgebung möchte ich an dieser Stelle nicht näher eingehen. Tatsache ist aber, dass viele amerikanische UFO-Aktivisten derzeit stark für die Annahme dieses Gesetzesentwurfs lobbyieren. Einer, der hier einen wahren Kreuzzug gestartet hat, ist der Moderator Matt Ford in seiner Good Trouble Show. Ford ist ja auch mit einigen wichtigen Organisationen wie der Soul Foundation und dem UAP Disclosure Fund eng verbunden. In der letzten Zeit hat er nun jede Menge neue Videos online gestellt, die direkt mit dem Thema, also mit dem Gesetz, zu tun haben. Und auch bei Videos, die sich mit anderen Dingen beschäftigen, wie etwa seine sensationellen Interviews mit den Wissenschaftlern hinter der UFO-Langzeitstudie in New York, dieser Kanal hat berichtet, oder eben jüngst mit Sarah Gamm, betont er im Vor- und Abspann immer wieder die Wichtigkeit, dieses Gesetz durchzubringen. Für uns hier jetzt vielleicht nicht so bedeutend, aber einige Videos in dieser Serie möchte ich dennoch empfehlen. Auch weil sie andere wichtige Punkte beinhalten. Da wäre zum einen das mit Christopher Mellon. Mellon, ein ehemaliger hochrangiger Pentagon-Mitarbeiter, war ja zusammen mit Lou Elizondo derjenige, der im Jahr 2017 alles ins Rollen gebracht hat. Man sollte sich ab und zu ein Interview mit ihm anhören oder seine Artikel lesen. Denn seine Einblicke in die politischen Strukturen und die Wichtigkeit der kontrollierten Enthüllung sind unschätzbar. So auch diesmal. Dabei sagte er auch etwas, das mir vorher nicht so bewusst war, nämlich über die Eigenschaft von UFOs, schnell, senkrecht auf- und abzufliegen. Etwas, das unsere Technik so nicht kann. Gary Nolan hat ebenfalls immer viel Wichtiges zu sagen. Diesmal mehrheitlich Allgemeines, aber durchaus auch einiges recht Spezifisches, bei dem ich aufgehorcht habe. Etwa über direkte Drohungen durch Regierungsvertreter ihm gegenüber den Mund zu halten. Dann über die Verschleierung des Havanna-Syndroms durch die CIA und über gut dokumentierte Verletzungen durch UFOs. Auch Lou Elizondo war zu Gast bei Matt Ford, dazu etwas später. Alle drei Interviews sind jedenfalls empfehlenswert, Links in der Beschreibung. Ob dieser Kreuzzug jedoch im Endeffekt von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt abzuwarten. Dieser Kanal wird jedenfalls berichten. Jetzt zu einem Update zu den neuen Anhörungen vor dem US-Parlament. In aller Kürze, ja, es wird neue Anhörungen geben, und zwar öffentliche, die wohl auch im Fernsehen übertragen werden. Es wird zwei Anhörungen geben, vor beiden Häusern des amerikanischen Parlaments, also eine vor dem Senat und eine vor dem Kongress. Die Senatsanhörung wird hauptsächlich dem regelmäßigen Bericht von Arrow gewidmet sein. Vorsitz hat die Senatorin Kirsten Gillibrand und wir werden hoffentlich den neuen Leiter von Arrow, John Kozlowski, dabei kennenlernen. Die Anhörung vor dem Kongress wird von Nancy Mace geleitet werden, die bereits bei der Anhörung mit David Grush einige brisante Fragen stellte. Bei ihrer Anhörung wird es mehrere Zeugen geben.
bestätigt ist mittlerweile, dass Ex-Konteradmiral Tim Gallaudet aussagen wird. Das ist nicht unbedeutend, einfach aufgrund seines hohen Ranges und weil er die Existenz von UAPs schon mehrfach bestätigt hat. Aus einigen Andeutungen könnte man schließen, dass auch Lou Elizondo aussagen wird, aber das ist nicht sicher. Mit größerer Wahrscheinlichkeit werden wir auch einige neue Gesichter, also völlig neue Whistleblower, zu sehen bekommen. Was das Datum betrifft, gibt es noch nichts Genaues. Die Anhörung vor dem Senat soll angeblich recht bald stattfinden und über die vor dem Repräsentantenhaus hört man, dass sie wohl im November über die Bühne gehen wird. Was an all dem noch wichtig ist, wenn Anhörungen zu ein und demselben Thema vor beiden Kammern des Parlaments zeitnah hintereinander erfolgen, zieht das in den USA immer ein großes Interesse der Öffentlichkeit und der Medien auf sich. Mal sehen, ob das auch diesmal so sein wird. Wenn es neue Details gibt, werden wir jedenfalls an dieser Stelle berichten. Wie bereits in der letzten Folge von UFO TV News kurz berichtet, wird es ein zweites Pentagon-UFO-Enthüllungsbuch geben. Was man darüber schon weiß. Der Autor ist Jay Stratton, der ehemalige Leiter von sowohl AUSEP, ATIP, als auch der UAP Task Force. Ähnlich zum Buch von Lou Elizondo wird es wohl eine Art Autobiografie im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten rund um die Erforschung des Phänomens werden. Und es wird im selben Verlag wie das Buch von Elizondo erscheinen. Was man noch nicht weiß, wann das Buch erscheinen wird, ob er schon damit fertig ist und falls ja, ob es bereits dem DOPSA-Prozess unterzogen wird, also der Vorzensur durch das Pentagon wegen möglicher geheimer Inhalte. Stratton ist jedenfalls ein bedeutender und vielschichtiger Charakter in der UFO-Erforschungs- und Enthüllungs-Soap-Opera der letzten 20 Jahre. So war er eben in den UFO-Programmen rund um die Skinwalker Ranch führend beteiligt. Er arbeitete dann mit Lou Elizondo im Pentagon zu dem Thema weiter und plante mit ihm gemeinsam das Outing von Elizondo im Jahr 2017. Stratton blieb im Pentagon und leitete dann die interne Enthüllungskommission, eben die UAP Task Force, bis diese schließlich von Arrow entmachtet wurde. Kurze Zeit später wechselte er gemeinsam mit dem Gesicht der Skinwalker Ranch, dem Mehrfachakademiker Dr. Travis Taylor, in die Privatwirtschaft. Konkret zu einem Rüstungsunternehmen, das vermutlich ebenfalls mit UFO-Technologie zu tun hat. Möglicherweise sprachen sich diese beiden auch deswegen im vorigen Jahr gegen das Schumer-Gesetz aus, das ja auch eine Enteignungsklausel enthält. Zuletzt nahm Stratton an einigen UFO-Kongressen teil und es wurde bekannt, dass er mit einigen Darstellungen von Lou Elizondo in dessen Buch Imminent nicht ganz einverstanden ist. Außerdem ist er derjenige, der damals den Begriff UAP eingeführt hat, um das Thema rund um den verbrannten Begriff UFO zu entstigmatisieren. Jay Stratton gibt nicht viele Interviews. Über ihn persönlich und was er tatsächlich wo, wann genau getan hat, weiß man daher tatsächlich nicht besonders viel. Sein Buch wird also einen weiteren wichtigen Puzzlestein in der Entwicklung dieser ganzen Geschichte, die wir gerade durchleben, darstellen. In den letzten zwei Wochen häuften sich massive Berichte über Sichtungen von UAPs. Sogar in vielen Mainstream-Medien wurde darüber berichtet. Freilich war dabei immer nur von Drohnen die Rede. Jetzt will ich nicht behaupten, dass es sich jeweils nicht vielleicht tatsächlich um Drohnen gehandelt haben könnte, aber so wie früher Ballons oder Vogelschwärme
sind Drohnen aktuell die erste, also eigentlich die erstbeste Allround-Erklärung durch Medien und offizielle Stellen, wenn etwas Unbekanntes über heiklem Gebiet gesichtet wird. Das ist sehr bequem und wäre vielleicht sogar glaubwürdig, wenn nicht genau dieselben Vorfälle schon seit Jahrzehnten passieren würden, zu Zeitpunkten, wo es noch gar keine Drohnen mit den beobachteten Fähigkeiten gab. Insbesondere die Vorfälle im Norden Deutschlands sind noch sehr mysteriös. Nächtliche Drohnen über Chemiefabriken und Lagerstätten von atomarem Material in Brunsbüttel und Stade, die sich nicht wirklich wie Drohnen benehmen und von der Polizei nicht verfolgt und abgewehrt werden konnten? Es gibt zwar viele Augenzeugen, aber soweit ich weiß, noch keine verifizierten Videos oder auch nur Fotos. An diesem speziellen Thema ist Robert Fleischer von Exomagazin TV sehr intensiv dran und ich verweise hiermit auf seine Arbeit. Link in der Beschreibung. Unter anderem ist er auch noch auf der Suche nach Augenzeugen. Weiter nördlich legten ebenfalls eigenartige Drohnen mehrere Nächte hintereinander einen der größten schwedischen Flughäfen, nämlich Stockholm Arlanda, lahm. Viele Flüge mussten umgeleitet werden, teilweise sogar nach Finnland und Dänemark. Leider gibt es darüber nur sehr spärliche Informationen und wenn man danach googelt, findet man immer nur denselben Agenturartikel in leicht veränderter Form. Einen davon habe ich verlinkt. Am besten dokumentiert ist der Vorfall über dem chinesischen Flughafen Tianjin Binhai. Zwar gibt es auch hier viele widersprüchliche Berichte, aber auch viele interessante Videoaufnahmen, auf denen man ein rot strahlendes Objekt sieht. Es scheint eine eckige Form aufzuweisen, wirkt aber jedenfalls solide. Was immer auch das Objekt war, es führte zu stundenlangen Ausfällen von Starts und Landungen. 30.000 Passagiere waren betroffen. Von offizieller Stelle erfuhr man nicht viel. Tatsache ist jedoch, dass die Erklärung Drohne gerade in diesem Fall besonders unwahrscheinlich ist, weil das Phänomen über mehrere Stunden zu beobachten war und keine aktuell bekannte Drohne, jedenfalls keine zivile, hätte genug Batterieleistung, um so lange in der Luft zu bleiben und dabei auch noch so hell zu strahlen. Es gibt viele Videos davon. Links in der Beschreibung. Neues gibt es außerdem zu den angeblichen Drohnenschwärmen im Vorjahr über der amerikanischen Militärbasis Langley in der Nähe von Washington DC. UFO-TV hat berichtet. Dieser Vorfall damals zwang ja das amerikanische Militär sogar dazu, die gesamte Fliegerstaffel von dort zu verlegen. Abgeschossen oder auch nur ausgeforscht wurde, wie auch in Deutschland, Schweden und China, jedoch kein einziges dieser Objekte. Was gerade über einer Militärbasis einiges an Fragen aufwirft. Mehr dazu und zu den Aussagen vieler neuer Augenzeugen in einem neuen Artikel der Liberation Times. Link in der Beschreibung. Nun noch zu ein paar vermischten Meldungen. Zuerst ein Update zu Lou Elizondo und seinem Buch Imminent. Der befindet sich ja nach wie vor auf Medientour, insbesondere bei Podcasts. Einfach danach googeln, es gibt jede Menge. Die meisten seiner Auftritte habe ich an dieser Stelle bereits erwähnt und auch kurz beschrieben. Nun war er unter anderem auch bei Ross Coulthard und Brian Sable in Need to Know und bei der Good Trouble Show von Matt Ford. Hier meine generelle Einschätzung zu all diesen Auftritten. Es ist immer interessant, Elizondo zuzuhören und es gibt auch immer neue Facetten einiger Geschehnisse. Aber im Großen und Ganzen sagt er immer dasselbe. Das soll jetzt keine Abwertung sein, denn er hat ja einiges zu sagen. Siehe die Inhalte seines Buches, übrigens Kapitel für Kapitel vorgestellt auf diesem Kanal.
Aber er sagt eben auch nicht mehr. Vor allem, weil er einfach nicht mehr sagen darf. Dennoch gibt es Unterschiede innerhalb dieser Interviews. In Need to Know sagt Elizondo tatsächlich nichts wesentlich Neues. Auch wenn die Bewerbung dieses Gesprächs etwas anderes verspricht. Vielleicht mit Ausnahme einer geheimnisvollen Andeutung in Richtung Coulthard und dass er irgendwelche Schwierigkeiten hätte, ganz am Schluss. Bei Matt Ford blitzt dagegen tatsächlich der eine oder andere neue Informationshappen auf. So erwähnt Elizondo etwa, dass er nicht nur das eine beschriebene Implantat gesehen hat, sondern mehrere. Wir erfahren, dass er auf der Skinwalker Ranch gewesen sein dürfte, was ich vorher noch nicht gehört hatte, und er erzählt, dass er derzeit wieder mit Dobsor in Verhandlung steht, weil er noch einige zusätzliche neue Aussagen machen möchte. Übrigens beschreibt er die Zusammenarbeit mit dieser Freigabebehörde als zwar schwierig, aber durchaus respektvoll. Während er Matt Ford zustimmt, dass das offizielle Pressemanagement des Pentagons eine, wie Ford immer sagt, Bullshit-Factory ist. Elizondo meint sogar, man müsse die Mitarbeiter dort fristlos kündigen und kommentarlos aus dem Gebäude führen. Aufklärungsdetektive sollten sich also keinen Auftritt von Elizondo entgehen lassen. Wenn mir aus einem dieser Interviews wieder Interessantes unterkommt, werde ich es an dieser Stelle berichten. Wer sich schon immer gefragt hat, wer an der Spitze der Gatekeeper steht, die in den USA alle Informationen über UFOs zurückhalten, erhielt in der letzten Woche eine überraschende Antwort. Kein Großmeister irgendeiner geheimen Loge wäre demnach der Mann an der Spitze, sondern der ehemalige Vizepräsident der USA, Dick Cheney. Das sagt ein Podcaster, der nur wenig verhüllt David Grush als seine Quelle für diese Aussage angibt. Mehr über diese kuriose Sache und wieso sie alles andere als unwahrscheinlich ist, ebenfalls in Nachspiel Nummer 10. Einen direkten Link mit Zeitstempel zur Besprechung dieser Angelegenheit findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Weiters wurde auch Marco Rubio, einer der Senatoren, die an der überparteilichen Aufdeckungsbewegung innerhalb des Senats beteiligt sind, vor kurzem auf Fox News wieder zu dem Thema befragt und sagt dort beinahe wortwörtlich das, was er bereits im Jahr 2023 bei einem News Nation Interview gesagt hat. Nämlich, dass das UAP-Thema vollkommen ernst zu nehmen ist und dass ihm Dutzende Aussagen höchstrangiger und noch im aktiven Dienst befindlicher Militärs und Geheimdienstler vorliegen, die bestätigen, dass die USA im Besitz von geborgenen UFOs ist und schon seit Jahrzehnten daran herumbastelt und forscht. Und er wiederholt, dass dies nur zwei Schlüsse zulässt. Entweder es ist alles wahr oder einige der obersten Mitarbeiter des US-Militärapparats sind völlig durchgeknallt und wahnsinnig. Und Rubio betont, dass er die zweite Möglichkeit für gefährlicher und problematischer hält. Zusammengefasst: Ein US-Senator bestätigt im größten Kabelsender der USA de facto die Existenz eines geheimen Crash-Retrieval-Programms und Back-Engineering durch eine nicht kontrollierte Gruppe innerhalb der amerikanischen Verwaltung. Bei allem Skeptizismus, wenn das nicht eine Form von Enthüllung ist, was dann? Nun noch eine persönliche Ankündigung. Ich habe die Ehre, an diesem Freitag Gast zu sein bei einem der ältesten und prominentesten Podcasts zu Grenzthemen, also genauer gesagt ein Netradio, nämlich COP FM. Das Thema ist die Geschichte der Enthüllung von 2017 bis imminent unter dem Titel UFOs und der Mainstream. Es handelt sich um eine Open-End-Live-Sendung, die um 19 Uhr starten wird und an der man sich auch als Zuhörer via Skype beteiligen kann. Link in der Beschreibung. Also, vielleicht hören wir uns ja dann dort. Ansonsten möchte ich mich noch bedanken.
bei den vielen neuen Abonnenten und Abonnentinnen, die den Kanal in den letzten 2 Wochen massiv über die 2000er-Grenze gepusht haben. Auch neue Kanalmitglieder darf ich begrüßen, nämlich Isa Kent, Tromo 108, Megabron, Daniel Nachbauer, Gertrud Aumann, Fockfisch, Florence, Graphire 80 und Rosenrot. Ihr seid Rockstars. Ein Dank auch an Leute, die mir etwas in die Trinkgeldkasse geworfen haben, die Möglichkeit der Super Thanks genutzt haben oder etwas im Merchandise Shop gekauft haben. Eure Unterstützung ermöglicht mir, so viel Zeit in den Kanal zu stecken. Und glaubt mir, es ist viel Zeit. Es gibt übrigens noch eine andere Unterstützungsmöglichkeit, die ich bisher noch nie erwähnt habe. Ich bin ja unter anderem auch Buchautor, hauptsächlich von humoristischen Sachbüchern. Wer mag, kann sich ja einmal meinen Bauchladen von aktuellen und vergriffenen Werken im Internet ansehen. Es ist zwar kein Buch über UFOs dabei, also noch nicht, aber vielleicht gefällt euch ja das eine oder andere. Link in der Beschreibung. Über nicht monetäre Unterstützung freue ich mich natürlich ebenfalls. Etwa indem ihr dieses Video und andere liked, unter dem Video kommentiert, das mag der Algorithmus besonders gerne, oder den Channel abonniert und die Benachrichtigungen einschaltet. Auch Weitersagen und das Teilen der Inhalte ist sehr hilfreich. Zum Beispiel in Kommentaren unter anderen einschlägigen Kanälen. Aber natürlich müsst ihr das alles nicht tun. Wie Kurt Chimangal von Theories of Everything immer so schön sagt, eure Zuseherschaft ist Großzügigkeit genug. In diesem Sinne, vielleicht immer wieder mal ein bisschen nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.